Moin Moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Sehr schön kuschelig hier mit dem Ommel. Oh, schön, trocken, warm. Die Sonne scheint rein. Ein Wir schöner machen uns das Tag. hier echt gemütlich, oder? Ja, ist ein schöner Tag heute. Fehlt ein bisschen Teppich so an der Wand natürlich. Ah, du hast die Skibrille auf. Wärmt die oder kühlt die ab? Die wärmt. Ich habe Okay. extra darauf geachtet. Was macht die? 3? Nee, 5% sogar. Okay. Ja, ich habe mir gedacht, in dem Gebiet hier kann es ja nur Sinn machen, ein Häschen zu töten und eine Skibrille aufzusetzen. Kannst du mal das Häschen holen? Ich wollte noch mal kurz schnell was kochen. Okay. Ja, warte. Da kommt er. Wer hat den getroffen von uns beiden? Weiß ich nicht. Nee, ich habe nicht auf ihn geschossen. Nee? Ich hatte aufs Häschen geschossen. Oh, wann kommt denn der? Verschleudert die Pfeile nicht. Noch 71. Hau ruck. Hau ruck. Oh, was für ein Angsthase. Der Hund, gell? Ja. Nach welchem Prinzip rennt ihr eigentlich durch die Gegend? Der guckt, ob einer runterkommt. Jetzt kommt er. Ja, komm doch, komm doch. Komm doch, komm doch. Oh, Lol. nicht einmal getroffen, ey. Der lacht sich gerade richtig tot. Der ist drinne, Ach Mann, ja. So eine Ja, Pappnase. weißt du, was wir vergessen haben? Na? Die Spikes. Ja. Freundchen. Treff den nicht. Warte mal, ich hab doch hier 16,79. Und das, oh. Hey! Huch. Ich war gerade irritiert. Guck mal, wie viel es sind. Ach, shit. Achtung, hier steht was auf der Straße. Ah ja. Jetzt kommen die von der anderen Seite gleich. Du musst ein bisschen Krach machen. Oh nein. Nein! Lauf doch früher! Ach stimmt, die Hunde kann man auch nicht mehr looten, ne? Da, du musst ja auseinanderschneiden, aber sei so lieb und guck mal, ob noch einer kommt von den Höhlen. Ja, aber ich hab mich immer. Das fällt mir. Da hinten ist noch einer. Alter Schwede. Aber meinst du wirklich, die gehören zu der eigentlichen Hundehorde? Ja, krass. Dann haben wir es wenigstens hinter uns. Dann ist einer. Einer? Hunderte! Nee, 100 nicht. Naja, da werden noch kommen. Macht Denke. der denn? Ja. Der ruft erst seine Freunde. Versteckt sich hinter dem Auto. Ja. Das ist wie in so einem Horrorfilm. Man muss erstmal hingehen. Und dahinter sind damit mal 4. Der ist echt hinter dem Auto und ich sehe den nicht mehr. Eine Pappnase. Ah, siehst du? Kommt er? Einmal das. Ja. Gleich. Oh. Ein dummer Hund. Hallo, hallo, Lassie. Jetzt. Natürlich nicht, ne? Das gibt's nicht. Ey. Ach, jetzt bist du mir entgegengelaufen. Aber so ein dicker. Oh, ich habe auch gar nicht mehr so viel Leben. Ich gehe mal kurz hoch. Ihr pumpt mir mal eine Tablette rein. Ich würde den gerne noch looten hier. Das Fell über die Ohren ziehen. Du siehst mich jetzt nicht direkt, ne? Weil du das Fell über die Ohren gezogen hast. Ja. ich sehe dich. Gut. Schrei mal, wenn was kommt. Doch nicht einfach ins Mikro schreien. Klar. Na,
Nein. So. Ich sehe nichts. Zack, zack, zack. So. So, die zwei haben wir schon mal von 10 oder so, ne? Nee. Viele sind das nicht. Ich glaube schon. Weil ich weiß, es waren mehr, die hier hinten gestanden haben. Okay. Und solange die alle schön einzeln kommen, ne? Oh, ein Reh, ey. Muss der uns so einen Schreck einjagen? Hast gedacht? Wow, wow. Also mir zumindest, ja. Aber ich finde das eigenartig, dass du die halt hörst. Die haben dich doch dann im Fokus. Warum lassen die denn ab? Wer? Die Hunde, als du heute Nacht verfolgt wurdest. Ich wurde nicht verfolgt, ich habe die gesehen. Ja, aber ist das so, dass die Hunde, also die Taktik der Hundehorde ist, die sind einfach erstmal nur in deiner Nähe? Ja, die spawnen irgendwo in deiner Nähe. Ach man, bestimmt. Ein Dicker spawnt hier auf jeden Fall neben mir. Und ich dachte, das wäre wie die normale Horde, also Feralhorde, die halt weiß, wo du bist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich muss mal zurück Fleisch wegbringen. Ja. Aber ich habe hier Besuch an der Backe. Da ist er, ja. Ja, ich bin hier extra auch schon so einen großen Bogen jetzt gelaufen. Ja, das Problem ist nur echt, hier draußen ist ein bisschen schwierig. Hm. War dann fünften Tag. Wenn du auch durch die Kälte nicht so viel Ausdauer hast. Wegen den Hunden meinst du jetzt? Ja. Hm. Echt schwierig. Und der schreit auch noch so. Tag 7 dürfen wir aber nicht hier sein. Wieso nicht? Wir haben noch nichts gemacht. Mit dem Kopf. Oh, die kommen alle zu uns hier. Ich fühle mich so unvorbereitet. Ja? Ja, total wenig Pfeile und irgendwie... So unprofessionell, ne? Müssen uns noch an einen... Der läuft einfach über die Spikes drüber. Und ohne zu mohren? So, hat er gesagt, ich bin ein Fakir. Ich hoffe nicht, dass du meine jetzt rein willst. Ich habe gerade mal zugemacht. Nee, nee. Alles gut. Ich sag Bescheid, wenn die Hunde kommen. Ja. Nee, ich wollte auch erstmal Ruhe das haben Fleisch oben abgeben. Achso. Oh, das sind ja echt ein paar. Komm her. Boah, jetzt hat er mich erschreckt. Ah, hier warst du schon, alles klar. Komm her. Der will immer wieder hier hoch. Ah, jetzt sind die Freunde da. Ja, die Leiter ist gerade belegt hier, glaube ich. Ja, ich habe keinen Stress. Die nehmen uns die Butze auseinander. Ja? Jetzt schon. Ja. Müssen wir uns für Tag 7 denn noch eine kleine Alternative ausdenken, oder? Ja, es sind halt alles die Großen hier, ne? Mhm. Aber ich glaube, die spawnen nicht alle bei der Horde, oder? Mhm. Aber die können natürlich dazukommen, wenn sie in der Nähe sind, ne? Und 4 Stück, ich meine, das ist natürlich heftig. Aber die machen keinen Schaden, ne? Die wollen nur hoch. Ja, in erster Linie stören sie erstmal, ne? Stören ja, besonders wenn die Horde kommt. Ja. Denk dran, ich habe Spikes gelegt, laufen mal drüber. Also lass die drüber laufen. Ja. Echt Wahnsinn, was die Viecher aushalten. Mm. So wie sie aussehen, so halten sie es auch aus, ne? Wieso läuft er jetzt nicht? Wieso läuft er rum? Ich hätte das Gefühl, als hätte er die gesehen gerade. Bikes. Die stehen schon wieder auf, ey.
Das ist Wahnsinn, was die Pfeile reingeballert werden. Für nichts und wieder nichts. Schau mal, wie der darum rumgeht. Ich würde auch gerne so einen Notausstieg noch machen, dass wir unten ein paar Heuballen hinwerfen. Mhm. Brauchen wir eigentlich auch, ja. So ein Baum gefällt? Hab ich einen Baum? Ja, so ähnlich. Einer dieser Schneetypen ist durch die Spikes hat sich die Füße gebrochen. Na endlich. Level 11. Oh, beide tot. So, ich versuche mal noch einen zu holen. Der hier unten sich so reingebackt hat vielleicht. Können bald mal sterben, ne? So, looten. Ist der weg da unten? Einer. Warte, ich guck gleich nochmal. Muss erstmal einmal schnell looten. Ne, einer ist da noch. Okay. Wo ist denn der jetzt? Da. An der Leiter. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja mittlerweile... Du hast auch so einen guten Bogen, ne? Ja, der ist 210. Ja, das ist doch nicht normal. Ja, ich krieg auch keine Kopftreffer drauf im Moment. Wir sagen einfach die Alpha schuld. Ja, das ist die 13. Die ist kaputt. Ja. So, ich glaube, das war's jetzt, hä? Mhm. 33 Pfeile. Uiuiui. Wahnsinn, ne? Und keine Federn in Sicht. Schwierig. So, was haben wir denn? Durst oder Hunger? Ich sauf mal ein Bier. Wir müssen irgendwas looten gehen. Mhm. Was haben wir denn? Wir haben noch 8 Minuten ungefähr. Und denk immer dran, wenn es hechelt, ist es zu spät, ne? Mhm, richtig. Das ist das Problem. Gehen wir hier an der Straße lang. Gehst du mit? Mhm. Wir dürfen Holz nicht vergessen. Ja. 32 Grad, okay, 33. Oben war es sogar warm eben kurz. Ich glaube, ich bin gerade von 32 auf 33. Ist das ja, weil wir oben nicht nass geworden sind. Wenn du nass wirst, frierst du schneller. Ich habe gerade eben gedacht, was raschelt denn da? Mir wird warm gerade. Ja? Ja, doll sogar. Hast du was geschafft? Ich hab gar nichts gemacht. 38 Grad, 39 Grad. Das steigt richtig, weil es nicht schneit oder was? 40. Das geht gerade richtig schnell. Ja, das kann sein, wenn du jetzt dick angezogen bist. Und weil es nicht schneit. Das muss ja auch einen Grund haben. Ja. Krass. Das ist hier wirklich, also ganz komisch. So, Bunker. Also, wir haben einen Bunker in der Nähe. Hm? Ja. Könnte man eigentlich auch rein, ne? Bunker ist nur schwierig, ne? Weil die buddeln sich ja echt gut durch. Leider. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Da ist so. Das ist definitiv so. Der gute Lars hatte mir davon berichtet, dass man sich nicht in einem Bunker aufhalten sollte, wenn die Horde kommt. Das kriegen die ohne Probleme, also ohne Probleme nicht, aber das kriegen sie relativ zügig hin. Okay. Weil alle Welt da reingeht immer. Ach, da bist du. Ja, genau, ich guck erstmal hier. Bisschen im Dreck wühlen. Ja gut, aber die buddeln sich halt durch, ne? Also, das denen halt letztlich... Solange du da nicht irgendwie mindestens Cobblestone stehen hast, sagen die auch. Was willst du denn? Okay. Dann sollten wir doch auf jeden Fall Material sammeln, dass wir das Ding hier absichern dann. Ja. Aber sich... Also, ich weiß nicht, ob du bei mir mal reingeschnuppert hast. Wahrscheinlich, wenn dann sehr grob, ne? Ja, eher wenig. Ja. Nee, lass den stehen, das reicht schon.
Ich habe das als Basis genommen hier, quasi das Haus. Ja. Das Haus. Und habe darum dann nochmal eine Reihe gemacht, Cobblestone. Ja. Und da oben dann halt drauf die Plattform, wo ich dann, ja, mich verteidigt habe. Um halt nicht unten gefangen zu sein, weil du kommst ja auch nicht weg im Zweifel. Unten ist schwierig dann, ja. Tür ist zu, ne? Ja, leider. Och, zu zweit geht es aber. Holla, die Waldfee. Sind ja nur 1000. Ja. Aber ist ja leider die einzige Stufe. Ja, ich habe irgendwie einen krassen Hungerbalken, sehe ich gerade schon wieder. Das ist dieses kalte Biom, das macht hungrig ohne Ende. Und ich habe jetzt auch nichts dabei. Könnt ihr ein paar Seeds anbieten? Baum-Seeds. Bringt wahrscheinlich nichts. Nee. Aber ich hoffe, hier ist eine Büchse Ravioli drin. Wir könnten Glück haben. Reinspaziert. Und mit dem vorletzten Paukenschlag ist Kaputt. meine Pickaxe kaputt. Eine Okay. Potato, das ist jetzt nicht so spannend. Mindestens zwei Töpfe. Und da ist was zu essen, ja. Geschnittene Shotgun habe ich gefunden. Okay. Das Rezept. Finde ich jetzt persönlich nicht so berauschend. Das Essen lege ich mal in den Kühlschrank. Soweit. Ja. Hab jetzt 35 wieder. Auf jeden Fall ist es ausbaufähig hier. Ja. Ist es denn eine Überlegung wert zu sagen, wir verteidigen die 7 nochmal drüben? Um das. Wir kriegen es ja eh nicht fertig hier. Also Weißt du, wie ich mein? die 7 kriegst du ja mit Spikes kriegst du die Genau. abgesichert schon. Genau. Ohne Probleme eigentlich Und auch. das würdest du in der kleinen Hütte machen dann, mit der Forge drin. Ach so, so weit drüben meine ich tatsächlich gar nicht. Nee, ich Also. meine hier in dem Nachbarshaus. Und beim Nachbar Ja, Slumpy oder was? Ja. ja. Ja, können wir machen eigentlich, ne? Ich hätte jetzt tatsächlich einen Code für dich. Ah ne, hast du noch oder schon wieder oder? Ein Code. Ja, diesen Mantel. Da habe ich eigentlich einen. Ja, okay. Weil der bringt natürlich auch ordentlich Temperatur. Macht ja mal 30 Grad gleich. Ach Mist, ich habe auch kein Forged Iron mehr hier. Ich habe noch 4 Stück. Ich würde erstmal einnehmen. Dann mache ich den Safe schon mal auf. Huch. Seid ihr beide das, die hier so stöhnen? Ich bin das jetzt nicht so direkt, nee. Vielleicht eine Wanderhorde? Das könnte sein, ja. Oh, das war mein Bauch. Nee, Wander glaube ich doch nicht. Wo bist du dann? Ich bin wieder kurz hoch. Okay. Wollte gucken, falls es eine Wanderhorde gewesen wäre. Aber die laufen ja vorbei, ne? Ja, wenn man sie nicht Ja. anschießt, ne? Aber du weißt, dass immer noch Tag 5 ist, ne? Ja. Ich bringe mal den Loot zurück. Ja. Safe können wir auch noch später aufmachen. Loot. Oh, Blut. So Das sieht's ist ein aus. Stichwort, mein Freund. Ein Schelm, wer Böses denkt. Nicht, dass wir noch umbenannt werden oder so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. In? Keine Ahnung. Irgendwas mit Fehl. Die Blood Out Brothers.
Ja. Bleeding Out Brothers. Oh so Mann. In der Art, ja. Das ist so schwierig, sich hochzukämpfen, ne? Und wenn du einmal stirbst, zack, 10 Minus. Ja. Hier oben ist kein Schnee mehr, gell? Es regnet. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch dieses Temperaturding sein. Ja, das regnet jetzt, gell? Ich sehe nichts, ne. Bei mir ist es, also es mag an den Einstellungen liegen. Doch, doch, bei es regnet. Bei mir regnet es nicht. Ganz wenig. Ah, doch. Du siehst es auch hier auf der Mauer, auf dem Stein. Ja. Süß. Süß, ne? Naja. So, da lege ich hier nochmal einen Topf rein. Du bist an der Kiste wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Müll mich schon mal aus. Mhm. Ja, ja, das habe ich gesehen, wie man das so machen kann. Ach so, hast du dir die Kiste jetzt angeguckt? Fand's gut, oder? Ja, fast. Also wenn es euch gefallen hat, dann teilt's auch wieder mit euren Dudes und Freunden und so. Soziale Netzwerke sind ja da immer super. Ich melde mich mal hier ab. Hat mir Spaß gemacht heute. Hooray. Definitiv. Sind wir an der gleichen Stelle wie am Anfang, ne? Ja, witzig. Komisch, ja, ne? Ich habe ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, okay. Mal gucken, wie es schönen Sonntag. Wie es uns am Samstag ergeht. Bis dahin. Jo, tschüss. Tschüss.